Hey, selbst die härtesten Spiele geben dir manchmal eine Atempause. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Auswahl für die Top 10 der einfachsten Bosse in schwierigen Games. Well then, let's go! Bevor wir anfangen, wir veröffentlichen täglich neue Inhalte. Also seht zu, dass ihr abonniert und auf die Glocke drückt, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, sobald wir neue Videos hochladen. Für diese Liste haben wir es mit notorisch schwierigen Spielen zu tun, die überraschend leichte Bosskämpfe haben. Mach dich bereit für eine Liste mit Insta-Kills, vorhersehbaren Angriffsmustern und einer ganzen Menge Käse. Nummer 10. Honda Tadakatsu, Nioh. Stell dir vor, du bist im Begriff, dich mit einem legendären Samurai zu messen. Was hältst du davon? Schwerter prallen aufeinander, ein Geschwindigkeitstest und schwere Rüstung. Nichts davon ist wichtig, wenn man sich gegen den Yokai von Honda Tadakatsu stellt. Dein erster Instinkt wäre es, ihn anzugreifen und zu bekämpfen. Aber was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass du ihn im Grunde direkt töten kannst, ohne ihn jemals berühren zu müssen? Zerstör einfach die drei Kristalle auf dem Schlachtfeld und er ist besiegt. Nummer 9. Die Mauer. Contra. Wir wissen, dass wir in diesem Fall ein wenig schummeln. Es ist schließlich der erste Boss. Aber Contra, von dem wir sprechen, ist berüchtigt für seine wahnsinnigen Levels und noch wahnsinnigere Kämpfe. Die Mauer ist nicht nur einer der berühmtesten Bosse im Gaming-Bereich, sondern auch einer der einfachsten im Franchise. Nur zwei Blasterkanonen und ein Scharfschütze obendrauf, du und ein Freund könnt die Mauer leicht außer Betrieb setzen. Der Scharfschütze kann schnell getötet werden und sobald eine der Kanonen weg ist, wird die Mauer zu einem Lattenzaun oder so. Nummer 8. Königsritter, Shovel Knight. Allein der Blick dieses Kerls schreit, egoistischer Idiot. Obwohl er der königlichste der Order of No Quarter ist, ein Kampf mit dem Herrscher von Pridemore Keep ist wie ein Kampf mit dem schwarzen Ritter von Monty Python. Wir sagen nicht, dass es ein schlechter Bosskampf ist, aber der Königsritter macht einfach nicht viel. Seine Ausfallschritte sind kurz und langsam und das Fanfarenkonfetti ist nicht gerade ein Bildschirmfeger. Solange du ihm auf den Kopf hämmerst, kannst du den Königsritter besiegen und unbeschadet davonkommen. Er scheint etwas vielfältigere Fähigkeiten in der Prequel-Erweiterung König der Karten zu haben. Vielleicht war er hier einfach nur müde. Discover how King Knight ascended to the throne and became one of the Order of No Quarter in this quirky quest. Nummer 7. Der Meister, Fallout. So what shall it be? Do you join the Unity? Or do you die here? Heilige Scheiße, was ist das für ein Ding? Sorry, das böse mutierte Gehirnmotiv wurde für einige denkwürdige Bosskämpfe verwendet. Aber andererseits, wie viele von ihnen wurden einfach durch Sprachprüfungen besiegt? Ja, der Meister, ein teuflisches Gehirn, das für die Bildung der Mutantenarmee verantwortlich ist, die Zugang zu Gatling-Lasern hat, kann durch ein nettes Gespräch besiegt werden. Wenn du den Meister überzeugen kannst, seinen Plan aufzugeben, wird er die Atombombe im Tresor aktivieren und sich selbst töten. Natürlich würden wir den anspruchsvolleren Ansatz bevorzugen, aber hey, es ist ein Rollenspiel. Leave now. Leave while you still have hope. Nummer 6. Yu Yevon, Final Fantasy 10. I know it's selfish, but this is my story. Das Franchise Final Fantasy hatte viele Bosse, die uns dazu brachten, Controller zu werfen und Obszönitäten zu schreien. Wenn du jedoch auf der Suche nach einem reibungslosen Kampf bist, sollte der nicht so epische Endkampf mit Yu Yevon ausreichen. Mit der Autolive-Funktion ist es praktisch unmöglich, ein Spiel hier zu bekommen. Aber das lässt uns auch fragen, was ist der Sinn des Kampfes, wenn nichts auf dem Spiel steht? Ich meine, das ist im Allgemeinen das, was Endgegner sein sollten, oder? Herausforderungen mit hohem Einsatz? Nicht in diesem Spiel, Kumpel. Nummer 5. Bubble Man, Mega Man 2. Die Robotermeister der Mega Man-Reihe können schwierig sein, je nachdem in welcher Reihenfolge man sie anpackt. Da sie alle gegenseitig Schwächen haben, könnte man argumentieren, dass jeder Chef einfach ist. Bubble Man schafft es auf die Liste, weil es wirklich egal ist, wann man sich entscheidet, ihn zu bekämpfen. Er ist keine große Herausforderung. Seine Abhängigkeit vom Schwimmen macht ihn machtlos. Würde er seine Blasenkanone öfter abfeuern, wäre er vielleicht beeindruckender. Bonuspunkte für die Stacheldecke, ja. Aber dieser Typ ist einfach zu leicht zu knacken. Nummer 4. Der begehrenswerte Dämon. Dark Souls 2. Dark
Dark Souls 2. Okay, Dark Souls 2 ist vielleicht nicht jedermanns Lieblingsspiel der Serie, aber es hatte sicherlich seinen fairen Anteil an Herausforderungen. Die Bosse waren jedoch wirr bezüglich ihrer Schwierigkeit, wobei sich einige als verdammt unbesiegbar und andere als Spaziergang erwiesen. Der begehrenswerte Dämon fällt wegen seiner vorhersehbaren Angriffe in die letztgenannte Kategorie und ist damit unglaublich berechenbar. Er bewegt sich so langsam, dass du viel Zeit hast, ihn wirklich fertig zu machen. Auch in Bezug auf seine Fähigkeiten ist er nicht allzu vielseitig. Oft mit beschränkten Angriffen mit gelegentlichen Sprüngen hier und da. Am Ende wird dieser Kampf länger wirken, als er sollte und lässt wundern, warum es ihn überhaupt gibt. Nummer 3. Werner Wehrmann, Cuphead. Cuphead ist vollgepackt mit bunten Bossen, die dich und vielleicht auch einen Freund dazu bringen, das Spiel ständig zu spielen. Jeder hat seine eigenen Tricks und Muster, um jeden Kampf einzigartig zu machen. Während wir Guppy Legrand als Wal in Betracht zogen, änderte sich das, als wir das vorhersehbare Verhalten von Werner Wehrmann sahen. In jeder Phase verwendet Werner nur zwei oder drei grundlegende, leicht verständliche Angriffe. Wird er sich nach links oder rechts bewegen? Auf oder ab? Nun, egal was passiert, du wirst genug Zeit haben, um deinen Fluchtweg zu finden. Für jemanden, der mit Sprengstoff, Flammenwerfern und einer mechanischen Katze ausgestattet ist, wird er schnell zum Schwächling. Nummer 2. Die Hexe von Hemwick, Bloodborne. Bloodborne hat einige der intensivsten Bosskämpfe, die es in der Spielbranche zu finden gibt. Weshalb es uns schmerzt, ist auf der Liste zu sehen. Du hast dich durch psychotische Dorfbewohner und ekelhafte Maden gekämpft. Jetzt ist es an der Zeit, Verstecken zu spielen. Die Hexe wird unsichtbar werden und Kugeln auf dich abfeuern, die ihre Position verraten. Nach ein paar Angriffen wird sie verschwinden und keine Gruppe, kein Trio, kein Duo, sondern einen einzigen Feind schicken. Einen schwachen, feigen Feind. Ja, im Grunde haben wir während des ganzen Kampfes die Augen verdreht. Oh Mann, muss man noch gegen eine zweite Hexe kämpfen? Vielleicht ist dieser Kampf eine größere Herausforderung. Nein, sie ist fertig. Sie ist tot. Kinderleicht. Nummer 1. Shredder. Teenage Mutant Ninja Turtles. Man könnte meinen, dass der Erzfeind der Ninja-Schildkröten ein ziemlich großer Gegner sein müsste. Lektion Nummer 1, Kinder. Aussehen kann täuschen. Und das ist der Fall bei Shredder und seinen coolen Auftritten. Shredder schafft es, sich zu wehren, aber nur, wenn du ihn lässt. Es ist möglich, sich durch diesen letzten Bosskampf zu mogeln, indem man ihn von seiner Plattform schlägt und ihn jedes Mal trifft, wenn er versucht, wieder aufzustehen. Der Rest des Spiels ist bekannt dafür, notorisch schwierig zu sein, also viel Glück dabei, hier hinzukommen. Aber das macht diesen letzten Bosskampf umso lächerlicher, wenn man es schafft. Stimmt ihr unseren Empfehlungen zu? Seht euch auch diesen anderen aktuellen Clip von WatchMojo Deutschland an. Abonniert uns und drückt auf die Glocke, um über unsere neuesten Videos informiert zu werden.